Einige Tage vorher erhielt ich die Röntgenaufnahmen. Der Arzt hat sie angeschaut und mit den vorhergehenden verglichen und konnte es nicht glauben. Er schaute sich die Aufnahme nochmals an und sagte: Freund, du bist geheilt. Das ist unglaublich. Nach einer Woche war das wie weggeblasen. Bis heute. Ich habe keine Rückenschmerzen und nichts mehr. Bruno Gröning war in den 50er Jahren als Wunderheiler bekannt geworden, als unfassbare Heilungen berichtet wurden und zehntausende Menschen zu seinen Wirkungsstätten strömten. Er wollte den Menschen helfen, den Menschen, die glaubten, er könne ihnen helfen. Und ich habe den Eindruck, dass er vielen von ihnen tatsächlich helfen konnte und auch, soweit er arbeiten durfte, geholfen hat. Obwohl Gröning schon 1959 gestorben ist, geschehen immer wieder eindrucksvolle Heilungen. Dann gehe ich in diesen Infovortrag und höre von einer Kraft, von der ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste, dass sie existiert, und gehe dort raus und bin gesund. I am 72 years old. In 1973. Ich bin 72 Jahre alt. 1973 stürzte ich eine Felswand hinab und verletzte meine Wirbelsäule. Es betraf L4, L5 und S1. Die Ärzte sagten mir, ich würde noch vor dem Alter von 45 Jahren im Rollstuhl sitzen. Ich konnte nicht lange sitzen, konnte nicht auf dem Bett liegen, nicht Auto fahren. Und ich bin Feuerwehrmann. Ich fahre normalerweise Feuerwehrfahrzeuge. Das machte es sehr schwer. Die Arbeit war sehr hart. Er nahm eine Menge Schmerzmittel, Entzündungshemmer, sogar Medikamente gegen die Entzündungshemmer, um Geschwüre zu verhindern. Meine Frau nahm mich mit zu einem Bruno Gröning-Treffen. Sie war neugierig geworden wegen eines Fotos, das sie bei einem Freund sah. Auf jeden Fall ging ich mit zum Treffen. Und seitdem kann ich alles machen, was ich will. Ich kann heben, ich kann fahren. Und die Filmcrew hier kann bezeugen, dass ich jetzt ohne Probleme einen Bus fahren kann. Jetzt ist er wieder bei der Feuerwehr, bekämpft Feuer, klettert auf Berge, schwimmt, fährt mit seinem Rad durch die Stadt. Er erledigt eine Menge Arbeiten in der Stadt. Er ist ein sehr starker Mann, so als ob nie etwas gewesen wäre. Wir sind sehr, sehr glücklich. Ich kann nur sagen, dass ich Gott danke für die Heilung, die ich erhalten habe. Heute ist der Bruno-Gröning-Freundeskreis eine der größten weltweit tätigen Vereinigungen zur Heilung auf geistigem Wege. Wenn Sie jemand sind, wie ich es bin, das Oberhaupt einer großen Familie und der Anführer von vielen Menschen, und Sie wollen den Leuten helfen, denke ich, dies ist die beste Sache, die Sie haben. Und es kostet überhaupt nichts. And then with the Einstellen. Das Einstellen hat mich sehr begeistert. Und als Ärztin fand ich, dass es sehr wichtig war, diese Lehre unter den Menschen zu verbreiten. These are very, very powerful concepts. Dies sind sehr, sehr kraftvolle Ideen. Und es ist wichtig, sie anzuerkennen. Appreciate them. Und wenn Sie sowas erleben, dann wissen Sie, das ist wirklich so, das gibt es.